Hey ihr Lieben, ich habe für euch ein einfaches, schnelles Blitzrezept mit Blätterteig und Nutella. Unfassbar lecker, probiert's unbedingt aus. Kommen wir direkt zu der Zubereitung. Als erstes brauchen wir eine Packung Blätterteig, frischen Blätterteig aus der Kühltruhe. Dann ungefähr 2 bis 3 Esslöffel Nutella, je nach Geschmack. Ich habe da jetzt 2 großzügige Löffel reingemacht und dann alles gut verstreichen. Ich habe am oberen Rand etwas freigelassen. Dann habe ich gehackte Mandeln, ein bisschen angeröstet. Und dann kommt 1,5 Bananen rein. Die habe ich in Scheiben geschnitten. Die lege ich jetzt hier so in einer Reihe. Statt Bananen könnt ihr auch zum Beispiel Himbeeren nehmen, was ihr gerade vorrätig habt. Und das wird dann eingerollt. Das Ganze wird bestrichen mit einem Eigelb, verquirlt mit einem Teelöffel Milch. Das Ganze bestreue ich nochmal mit gehackten Mandeln und dann wird das Ganze in Stücke geschnitten und dann wandert das Ganze in den vorgeheizten Backofen bei 200 Grad Ober- und Unterhitze für ca. 20 bis 25 Minuten. Bei mir hat das Ganze genau 25 Minuten gebraucht. Ich habe es etwas abkühlen lassen und dann mit Puderzucker bestäubt. Und dann könnt ihr das gerne mit einer Tasse Kaffee genießen. Falls euch das Rezept gefallen hat, freue ich mich, wenn ihr jetzt einen Daumen nach oben hinterlässt. Wünsche euch jetzt viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Video, eure Rabea. Bye bye.